nochmal nachzulesen, nachzugucken. Ja. Ja, guck mal, da sind wir wieder. Hi. So, Ausgabe 12 und 13. Ja. Also die letzten beiden Episoden waren ja sehr glückselig, sag ich mal. Ja, wirklich sehr glückselig. Ein glückselig werde ich gleich revidieren. Ja. Ja. Ich habe ja gesagt, so, ey, cool, die haben vielleicht doch komplett auf die Leinbindung verzichtet, das hat ja gar nicht gehalten. Wir haben die Leinbindung gefunden, die war an dem untersten Heft noch dran. Die war an der untersten Ausgabe. Aber überall obersten hat das Ding wohl gehalten. Ja. Lass die Leinbindung dann doch weg. Das ist so, also wir haben die Leinbindung gefunden, also hier ist sie. Das ist ein extra Goodie. Das hätte wahrscheinlich unten ein Block sein sollen, ja. Wo die Sachen alle drin sind. Ich glaube, in dem ersten Paket war das auch so, ne? Da waren die noch. Nee, die waren alle einzeln. Irgendwo war das doch mal. Das ist wirklich noch so ein. Ich glaube, das sind jetzt die Aufgaben, die es ja nur noch im Album gibt. Mhm. Nicht mehr im Zeitschriftenhandel vielleicht sogar. Weiß ich nicht. Doch, doch, die kannst du alle stellen. Aber weil die waren nämlich jetzt ja wirklich komplett, das war ja, weil man das sieht, das waren ja wirklich alle Ausgaben auf einmal geleimt. Das habe ich auch so in Erinnerung von der Conquest bekommen. So, dann lieber weglassen. Also dann, da bin ich. Dann machst du die Sachen nicht kaputt, dann blöd. Ja. Okay, das haben wir jetzt revidiert, die Glückseligkeit. Aber alles gut. Gut, aber wir haben zwei neue Ausgaben. Wir fangen mal wieder mit der 12 an. Oder ja, wie? Wir fangen mit der... Ja, genau, mit dem Kinderüberraschung da drin. Kinderüberraschung. Warum ist das da so ein Riesending drin? Weil das geil ist. Das ist ein cooler Streitwagen. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Sturmschlag-Streitwagen? Mit zwei Griffhounds, großen, oder nee, das sind keine Griffhounds, sind aber irgendwas Größeres sogar. Ja, wir nennen sie einfach Griffhounds. Ja, Griffhounds sind ja eigentlich die kleinen, aber so Hypogreifen-Verschnitt. Ja. Mit Stormcast drauf. Also auch großer Bogen, ne? Busrahmen. Mega geiles Modell. Also, das ist wieder. Das sieht auch gut zu bauen aus, weil ich glaube, dass diese Ausgabe wahrscheinlich auch im Einzelhandel sehr begehrt sein wird. Also im Zweitmarkt. Weil schickes Modell, ja, auch jetzt beim Kiosk und so, ne? Weil. Ja. Schickes Modell, also ne, selbst wenn wir jetzt keinen Stormcast mag, muss ich sagen, ist das ein cooles Modell von den Posen her. Das kostet wieder einzeln 35 bis 40 Euro. Okay, das ist ordentlich. Ja, hier kostet es 11. In-game 150 Punkte. Auch ordentlich. Auch gut. Und auch ein gut spielbares Modell. Ja. Weil die Tiere machen richtig Punch. Du hast sogar zwei Varianten. Du kannst einen von beiden mit einer Fernkampf- oder einer Nahkampfwaffe ausrüsten. Wenn du die nur mit Nahkampf, dann haben die einen richtigen Damage. Die machen auch noch irgendwie so Aufpralltreffer. Also, das war wirklich, was ich gedacht habe. Also, wenn ich Stormcast spielen würde, wären die auf jeden Fall gesetzt und ich würde mir mehrere von diesen Ausgaben holen. Ja, ja. Weil ja. Je nachdem, welchen Slot die belegen, wenn die jetzt vielleicht sogar gar keinen Slot haben, ja. Ne? Also jetzt nicht Artillerie oder Koloss oder so sind, was nicht passen würde. Gut, die kosten 150 Punkte, aber. Damit sorgst du für Unruhe auf dem Spielfeld. Ja. Mal gucken, wahrscheinlich sind die auch relativ schnell. Also hätte ich jetzt auch gesagt, also so ein Streitwagen. Wahrscheinlich Bewegung 12, ja, den du nicht ignorieren kannst. Ach ja, genau, guck mal, das steht ja auch da dran. Guck du mal in das ab. Und ich guck mal hier rein, wer schneller findet, hat verloren. Ja, irgendwie lädt es hier gerade nicht, also habe ich wahrscheinlich. Guck mal, ich hatte mir nämlich schon mal alles angeguckt. Da ist noch nichts. Das ist da auch noch nicht. Da ist ein Stormseeker. Chup. 12. Ja. Move 12. Ja. Ich hab's immer noch nicht. 12 Wunden, 3er da. Schutz. Ja. Also der ist schon stark. Minus 7, auch gut. Guck mal, die Tiere alleine haben 6 Attacken auf die 3, minus 2. Einschlag. Du machst mehr Minus, als meine meisten Nörgels auch. Ich wollte gerade sagen, und dann guck dir den großen Sturmbogen an. 18 Zoll Reichweite ist okay. 2 Attacken auf 3 plus Treffen. 3 verwunden ist auch cool. Wucht 1, Schaden 1. Der Schaden ist halt nicht so hoch. Aber immerhin. Der Auffalltreffer ist krank, das ist das, was die Ogre auch haben quasi. Ich hasse wenn du mit denen einen Angriffswurf gemacht, also im Angriff, im Nahkampf gelandet bist. Ja, ich wollte wieder einen Charge sagen, weil es ja auf ja, Charge, dann sag Charge. Charge ist super. Ja, okay, einen Charge-Move gemacht hast, dann darfst du eine feindliche Einheit auswählen und wirfst Anzahl Würfel entsprechend deines Charge-Wurfes. Also wenn du zum Beispiel einen 10 geworfen hast, 10 Würfel, und für jede 4 plus gibt es eine tödliche. Und es ist nicht limitiert. Häufig hast du ja so, ne? So und so viel hatten wir bei dem einen Bestienkillnerbogen, maximal die Summe. Hier ist wenn egal. Du so einen Reroll-Charge-Wurf oder Charge-Wurf nochmal 12 hattest und du wirfst 12 Würfel und hast 11 4, dann kriegt der Gegner halt 11 tödliche Wunden. Als Aufprallstreffer, ne? Und dann, wie gesagt, hast du noch, also wenn du es komplett auf Nahkampf ausstattest, hast du 11 Attacken insgesamt. Ja, alles trifft auf die 3, alles verwundet auf die 3, macht minus 1 und minus 2 Schaden, je nachdem. Und 1 bis 2 Schaden. Also das ist wirklich ein fettes Teil. Ja. Für 150 Punkte, also. Und für 10,99 €. Ja, genau. Und also hier jetzt für 11 Euro statt 35 bis 40 Euro. Ja, ich glaube, das war
bisher, ich war letzte Ausgabe schon von dieser Warband sehr begeistert. Ja. Da muss ich auch sagen, die begeistert mich auch. Ich weiß noch nicht, was mich jetzt mehr begeistert, aber ich glaube, der, weil das sogar noch vom Monetären noch noch krasser ist, ja. Also, und du wahrscheinlich nicht so limitiert bist, weil ich kann mir vorstellen, die Warband darfst du wahrscheinlich nur einmal spielen. Ja, Warband, weil ist die ja Charaktermodell. Eigennamen hat quasi. Und den, ich vermute mal, ich müsste jetzt mal gucken, welche Kategorie der ist, mehrfach. Das ist ja gerade eh offen. Ja, ich wollte gerade sagen, der war, glaube ich, einfach in der Kategorie Other, also sprich andere Sachen. Ja, Other. Ja, geil. Also theoretisch mehrfach. Geiler Scheiß. Also wirklich, also sieht auch gut aus. Cooles Ding. Ich würde es wahrscheinlich, ich weiß noch nicht mal, ob ich das behalten würde, aber. Aber du kriegst das kriegst du auf jeden Fall weg. Also, aber das ist sowas, wo du dann sagst, ich weiß schon, wenn die Ausgabe offiziell in einem Zeitungsturnus wäre, im Kiosk, da wird bestimmt wieder bei Facebook Co. überall so hier, ne? Ich suche diese Ausgabe und wer kann mir die besorgen? Mein Zeitungshändler hat die nicht. Also ich glaube, das wird ein Ding. Und dann wartest du noch eine Woche länger, dann haben die noch weniger und dann kannst du. Künstliche Verknappung, ne? Ja. So, und dann kommen wir zum Besten, was wir haben. Ja. Also das ist jetzt die Leimbindung dieser Edition oder dieses Pakets, ne? Wir haben einmal Wrathbone und einmal Red, oder was ist das? Mephiston Red. Conrad wäre natürlich in der Effektfarbe, wieder meine ich, ne? Conrad ist doch so ein Blutlack, oder nicht? Nee. Das ist Blood for the Blood God. Ja, stimmt. Danke. Was du meinst. Ja. Was hinter der Farben, da kannst du mich fragen, da bin ich drin. Also Wraithbone ist ganz cool, weil das ein guter Grundierungston ist. Ja. Ja, das gibt es ja auch als Spray, also Mephiston Red zwar auch. Also würde ich auch als Spray haben, also der hat auch eine gute Grundierungsfarbe. Der hat eine gute Grundierungsfarbe, der klappt auch sehr gut mit zum Beispiel Contrast Paints danach. Dass du zum Beispiel, das könnte was für mich sein, bei den Knochen Wraithbone als Grundierung, ich würde es mir aber als Sprüh machen, und dann machst du Skeleton Horde, dann hast du so einen grundsätzlichen Knochenton. Etwas angegeben. Ja, habe ich auch mit den Speedpaints oder sowas da. Oder Speedpaints, ne? Aber da ist halt auch so ein Ding drin. GW ist hinter dem Genre gesprochen. So, aber das war es jetzt an Begeisterung. Also, ne, das ist natürlich echt ein Kackdeal. Zwei Farben, die kosten 3,60 das Stück. Die nimmst du auch nur im Abo mit, ne? Ja, genau. Also, im Zeitschriftenhandel brauchst du die gar nicht ausbringen, eigentlich. Ehrlicherweise. Ja. Also, wer das kauft, der weiß ich nicht. Der hat auch mit dem Hammer gekuschelt. Also der kann auch gerne bei mir noch Ausgaben kaufen. Ich stelle dir die zusammen. Weißt du, 11 Euro für zwei Farben. Da sind noch so ein paar alte offene Farben über. Ja, da suche ich auch verschlossene Farben für raus, weil ich kaufe die dann günstiger nach. Weißt du? Ja. Also wenn du jetzt hier sagst, da ist halt hier, ich sag so, das bisschen Papier zählt nicht, sondern da hast du hier also für 11 mich zählt Euro. Das meistens nicht. Ja, dann hast du jetzt 11 Euro. Ja. Weißt du, das sind 5,50 Euro für eine Farbe. Ja, also du hast jetzt 3,80 Euro. Wir hatten ja irgendwo, da warst du so begeistert von dem, was das Papier da gucken wir jetzt gleich rein. Das macht das einigermaßen wert. Da hoffe ich jetzt gleich noch so drauf für die Zeitung. Jetzt aber muss ich das 3,80 Euro rausholen. Ne? Also hier wäre es ja jetzt durchaus drin gewesen, zu sagen, ich packe da noch eine dritte Basic-Farbe rein für 3,60 Euro. Oder irgendwie dann noch. Dann wäre es wenigstens plus minus gewesen. Oder eine Technical. Einfach eher teurer. Das ist ja egal, aber eine Technical da rein. Ach so, eine Technical statt einer zweiten Farbe. Ja. Ja, genau. Wäre jetzt auch geil aufgewertet. Ne? Oder von einer Technical insgesamt oder zwei. Ja. Ist ja wurscht. So. Aber das wäre jetzt noch was gewesen, wo ich gesagt hätte, dann baut sich das auf. Jetzt gucken wir ins Papier rein. Ja. Jetzt machen wir. Da, wo schon alles super ist. Da, wo super war. Mal gucken, was haben wir denn hier? Vielleicht ist ja das Papier ganz furchtbar. Wir haben einen Sturmschlag-Streitwagen. Die Reichspforten werden erklärt. Ja. Ich heiße die nochmal Realm Gates. Realm Gates, ja. So, ja gut, dann hast du hier nochmal unten so die Nagel. Achso, das, was ich cool finde, ist halt, die erzählen hier die verschiedenen Abstieg aus Asyr, wie es funktioniert, die Wirbelpfade, genauso wie die Nagellöcher von den Skaven oder auch hier Risse in der Realität, die halt Zinsch nutzt. Finde ich ganz cool. Ja. So, also einfach mal erklärt, wie reist man durch die Welt. Ja, genau. So ein bisschen mal ein paar Stichworte fallen lassen. Ne? Genau. So, Suche nach Schrott. Ja. Das ist Kämpfen und Plündern. Alles, was glitzert. Das ist so, ich sag mal, ein bisschen Hintergrundwissen nochmal. Bösartige Genialität. Bösartige Genialität. Die haben die Bilder vertauscht. Warum sind denn hier die Uruks drauf und nicht die Stormcast? Wegen Genialität. Das ist ja nur bösartig. Das wird sein. Ich bech das die ganze Zeit und ich hab da einen heiden Spaß dran. Ja, merkt man gar nicht. die Bauernleitung? Okay, Bauernleitung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der überhaupt optional ist. Also ob es hier die beiden Optionen gibt mit den Waffen. Ja, also ich sehe jetzt hier Bogen. Sturmschlag, Streitwagen. Was haben wir denn da? Ja gut, die Hunde, so, die Reiter. Da ist Reiter. Hier ist einmal Bogen. Dafür gibt es einen offiziellen, nur die mit dem Bogen. Ja, ja gut, aber weil ich glaube, du kannst nämlich eigentlich, wenn du jetzt den teuren Original kaufst, dann hast du wahrscheinlich, vielleicht ist das nochmal ein Unterschied, meine ich jetzt nämlich die Optionen.
Was ich aber gerade gut finde, ne? Guck mal, hier ist driven by Chariot, armed with one of the following weapon options. Great Stormbow and Storm Strike Axe or Storm Strike. Also die Axt hast du auf jeden Fall. Und dann kannst du entweder entscheiden, den Sturmbogen, also den Bogen, oder den Speer. Und ist denn die Option, der Speer denn hier nicht drin? Doch, der ist doch da drauf. Also der ist dabei, ja. Der Speer ist dabei. Also man kann es bauen, es wird nur nicht hier erklärt. Ja. Also der Speer ist auf jeden Fall mit drin. Deswegen, weil ich wollte gerade sagen, weil ich habe da eben noch einen Speer gesehen. Ja, ja, genau. Der Speer, der Bogen und die Axt. Ja, okay. Da ist eigentlich alles mit bei, was man braucht. Ja, ja, dann ist das Bombe. Was ich jetzt cool finde, ist bei der Bemalanleitung, die haben hier oben die ganzen Modelle gesplittet gelassen, ja, zu bemalen. Das ist voll klug. Das ist gut, das so zu zeigen. Ist doof, dass sie hier zeigen, wie man es dann draufpackt. Ja, also wenn du jetzt wirklich die Zeitschrift Seite für Seite machst, hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem, weil dann hast du zusammengebaut. Du genau, dann Seite, hier. Steht da so. Oh nein. Aber gut, wobei, die wenn du es ja nicht geklebt hast. Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn du dich dran hältst und es nicht klebst. Ja. Ich klebe es trotzdem. Ja, ja. Aber das ist halt genauso der Punkt. Super cool, die einzelnen Modelle zu malen. Das heißt, das im Endeffekt nochmal 5 Modellchen zu bemalen. Ja. Finde ich schon ganz cool. Dann jetzt wieder mit den Farben. Ja, genau. Passt, ich gucke nur, ob da irgendwas was Schönes ist. Okay, hier nochmal die Idee dahinter als Linienbrecher. Mhm. Ne, so, okay. Aber dann wird jetzt einfach wieder das Ding durchgespielt. Da blättern wir einfach durch. Weil das ist jetzt so, wo ändert sich nichts. Es wird halt immer nur müh komplexer. Ne? Weil dann hast du irgendwie 3 Einheiten zu beachten und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich die. Hier ist ja die Vorschau drauf, ne? Ja. Haha, Mephisto und Red, Wrathborn, erkunde Gur. Erkunden wir jetzt gucken mal, was in Gur so los ist. Okay. Also Ausgabe 12 ist der Hit. Ausgabe 13. Die Aussicht auf die nächsten Ausgaben. Die Aussicht auf die nächsten Ausgaben ist viel besser. Also als da. Also da ist die Aussicht auf die nächste Ausgabe nicht so gut wie hier. Ja, ja. Also das, hat, ja schon, das macht diese Zeitung schon mal gut, also die Aussicht auf die Folgeausgaben. Das ist schon mal ein Pro jetzt, ja? Also ich versuche es verzweifelt zu finden. Ja. Okay, Monster der See und dunkler als die Höhle. Ah, okay. Hallo, ja, Pexe. Ne? Genau, so ein bisschen Leviadons Kriegs. War ja auch vom Cover her abzuleiten. Genau, dann hast du hier ein bisschen die Speerspitzen dabei, ja, nett. Dein Schlachtfeld in Gur. Ist das jetzt Gur war ja jetzt eigentlich General's Handbook letztes Jahr. Genau, ja, da haben ja auch Walker und so war ja alles in Gur. Ja. Und auch sogar Underworlds war ja auch in Gur. Ja, angesiedelt. Ja, okay. Ja, die sind ja jetzt weg, die sind jetzt mit Deathgord, glaube ich, so langsam raus aus Gur. Ja. So müsste ja auch bald wieder Zeit sein für ein neues Set. Du hast ja jetzt neue Farben zu bemalen. Jetzt bei den bestehenden Modellen, wo du diese Farben jetzt wie einsetzen kannst. Genau, ne? Und zwar bei allen. Das ist, ich meine, das finde ich immer ganz nett, wenn sie dann sagen, okay, jetzt bemalen wir da überall das. Wenn du halt dich komplett dran gehalten hast. Genau, wenn du jetzt einfach nicht weitergemacht hast, dir keine Farben mal selber gekauft hast. Genau. Ja, na gut, hier ist der Bogen mit dabei. Bogen vom letzten Mal. Weil ich die Sturmgeschmiedeten nochmal weitermalen. Also mehr Bemalanleitung, dann jetzt Schlachtlinien. Fürst Impotent, Ritterin Arcanum, ja, Aufstellung. Auch, nein. 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 Okay. Also ich zeige jetzt die beste Seite in diesem Buch. Also, was kommt demnächst? Ja. Das ist echt. Also, das ist so, warum? Ausgabe 13 stinkt richtig ab. Also, das ist so, ich verstehe das auch nicht. Warum mischen die das nicht mal ein bisschen besser? Oder, ich sag mal, wirklich eine Technical rein, dass du auf der Base machst und so ein. Wer ist das hier? Die Metroid Earth Dings Zeug. Agrian Earth oder so. Ja, ja, irgendwas, wo du halt so Matsche hast. Shade. Ein Shade wäre auch geil gewesen. Aber ich glaube, da sind die geistig noch nicht so weit fürs Malen, wenn ich mir das hier angucke. Nee, das kommt. Ja, ich glaube, das kam irgendwann noch. Ne? Also ich muss sagen, im Bundle, du hast das ja als Abo, das heißt, du hast jetzt 6 Ausgaben gekriegt. Ja. Also diese Folge und die letzten beiden. Also alles zusammen. Da kompensiert sich das massiv. Diese 13. Ausgabe. Ja, aber wirklich. Losgelöst. Wie gesagt, jeder, der die losgelöst beim Zeitungshandel kauft, kann sich gerne bei mir melden. Der kann auch sein Geld bei mir rausschmeißen. Er kann das bei mir in meinen Briefkasten werfen. Besser investieren. Besser investieren. In uns investieren. Ja, genau. Eigentlich ist es in ihm. Ich nicke nur und sage auch, weil eigentlich also, kriegt er das dann. Jetzt können wir mal richtig die Brücke schlagen. Also den Verlust mit den 3,80 Euro, den du hier machst, ja, den kannst du besser in eine Kanalmitgliedschaft bei mir hier investieren. Sind nicht keine 3,80 Euro. Da hast du, glaube ich, mehr von. Ja, dann, ja, auf jeden Fall. Ja. Also, vor allem mehr wenn Spaß. Ihr überlegt, oh, ich kaufe mir Ausgabe 13 separat. Nee,
Dann macht einfach drei Abos bei mir. Drei Kanalmitgliedschaften. Aber was vielleicht gut funktioniert, ist, wenn du aktivistisch unterwegs bist, ja, nimmst du die mit ins Museum, ziehst den Stift und wirfst. Ja. Und dann sagen die, hat nur Rainbow. Der Schaden ist auch größer, als das gekostet hat. Aber bevor er das macht und in den Knast wandert, eben einmal Kanalmitgliedschaft aktivieren. Genau, vor allem im Knast könnt ihr das Abo hoffentlich nicht kündigen. Kann man das so einstellen? Das ist ja praktisch. Das ist ja großartig, oder? Kein YouTube im Gefängnis. Doch schon, aber nicht die Mitgliedschaften deaktivieren. Nee, genau. Ja, ganz eingeschränkt. Ja, super. Dann? Ja, also gemischtes Feld diesmal, ne? Nee, eigentlich nicht. Weil es einmal war zu super, viel. Einmal Kacke. Es war 5-1. 5-1. Es waren 6 Ausgaben. So aus dem gesamten, 5 sein gesamtes Abo wirklich ja, gut. Ja. Und eine war Kacke. Ja. Also insgesamt war die Lieferung vollkommen. Gesamtes Paket, genau. Ich war jetzt nur bei den beiden, ist es halt gemischt. Ja. Weil eins ist richtig Bombe, eins ist richtig schlecht. Ja. So würde ich sagen 50-50. Es ja, passt. Also in der Schule wäre das jetzt wahrscheinlich eine 3 gewesen, ja, in genau, Summe. Das passt. Aber in deinem Abo-Anteilpaket war das trotzdem gut. Ja. Nur das ist jetzt quasi so ein bisschen der Wehmutstropfen dabei. Ja, also ich aber weiß ja, was die anderen. Ich hab ja was vor mit den ganzen Farben und sowas. Ja. Ich werde da ja jemanden ans Hobby mal ranführen müssen. Ja, hervorragend. Dafür sind die dann gut. Kommt am Wochenende vorbei. Genau. Dann werde ich mal gucken, wie Farben umgesetzt werden können. Ja, genau. Menschen brauchen Hobbys. Sonst machen die dumme Sachen. Das ist so. Super, dann haben wir das schon wieder, ne? Dann haben wir ist diese Ladung durch. Und dann bevor ihr dumme Sachen macht, gerne abonnieren. Genau. Oder Kanalmitglied werden, dann seht ihr alle Folgen, die schon fertig gedreht und abgeloadet sind. Wenn er so dreist ist, dann kommt auch bei mir auf Twitch vorbei. twitch.tv@winterabe. Und da seht ihr uns dann auch meistens beim Pinseln oder so. Beim Malen. Gerne mit einschalten. Und live Dummsinn reden. Ja, also nicht nur in der Aufzeichnung. Also ihr könnt euch das ja immer und immer wieder angucken, was uns ja wirklich glücklich macht. Bei Twitch kannst du ja auch wieder angucken. Aber bei Twitch könnt ihr es beeinflussen, was wir für ein Interaktiv. Reden. Das ist, und wir sind da unzensiert. Ja. Also das ist tatsächlich auch so etwas, da rutschen Dinge schon mal schneller raus, die spannend sind. Spannend. Na ja, gut, bevor es jetzt hier noch unflätig wird. Ja, so, bleibt dran. Ihr Unflätigen, entflätigt euch. Ciao, bis dahin, ciao. Flätigen.